Ich bin hier bei Geosphere Austria. Das ist die ehemalige ZAMG, die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Und ich habe den Alexander Ohms, unseren Oberwetterfrosch, wenn ich das so frech sagen darf, bei mir. Der kann uns dann genau sagen, wie das Wetter wird in Kärnten. Da gab es heute schon wieder Probleme auf den Straßen, aber nicht nur dort, sondern auch 2000 Haushalte waren stromlos. Und wenn wir uns die letzten Tage ein bisschen erinnern, da gab es ja sogar in Kärnten 13.000 Haushalte ohne Strom, aber die Kehler, der Stromversorger in Kärnten, der schaut natürlich und arbeitet auf Hochtouren, dass das möglichst schnell wieder repariert ist. Das ist eine relativ harte Arbeit, das konnte ich mir auch vor einigen Tagen anschauen. Da wird wirklich zu Fuß durch den Schnee gestapft und man muss die Leitungen kontrollieren, wo sie gerissen sind, wo Bäume bzw. Äste drinnen hängen. Aber kommen wir mal kurz nach Salzburg, Herr Ohms. Wie ist das Wetter und wie wird das Wetter in den nächsten Tagen? Die Skigebiete können ja ein bisschen aufatmen durch diesen Schnee, den es jetzt gegeben hat in Salzburg. In der Stadt ist es noch nicht so viel, aber wie schauen wir in Salzburg eigentlich aus? Ja, zumindest ist jetzt der Winter auch an der Alpen-Nordseite eingekehrt, nicht nur im Süden. Die Temperaturen sind rund um den Gefrierpunkt. Es schneit zeitweise. Heute einmal der erste Schwung. Es kommen in den nächsten 2-3 Tagen weitere Störungen auf uns zu. Da können dann schon bis zum Sonntag auch in den tieferen Lagen 10 bis 15 Zentimeter Schnee fallen, im Gebirge bis zu 30 Zentimeter. Das ist dann schon ein bisschen mehr als reine Optik. Die Skigebiete können sicher aufatmen. Die Skigebiete hatten ja in den letzten Wochen, beziehungsweise man kann sagen, letzten Monaten sogar fast, das Problem, dass es in der Nacht und am Tag auch immer zu warm war, dass man eben Kunstschnee herstellt. Da müssen es ja mindestens, soweit ich mich erinnere, minus 4 Grad sein. Gibt es da jetzt eine Chance für die Skigebiete, dass sie beschneien können? Ja, das Glück war, dass im Dezember schon einmal so kalt war, um zu beschneien. Und dann war es jetzt 4 Wochen zu warm. Und jetzt gibt es endlich wieder Frost vom Tal bis zum Gipfel. Das heißt, die Schneekanonen, die können in den nächsten Tagen wirklich rund um die Uhr laufen quasi. Es ist überall kalt genug und das wahrscheinlich bis in die nächste Woche hinein. Also da kann man ordentlich Kunstschnee erzeugen. Wenn ein Meteorologe sagt, es wird kalt genug, was heißt das in Grad? Das hört sich immer sehr kalt an. Naja, inneralpin in den Tälern, da kann es schon einmal in Richtung minus 10 in den kommenden Nächten geben. Auf den Bergen haben wir in 2000 Meter auch Temperaturen um die minus 10, 12 Grad. Das ist schon richtig zapfig und das in Verbindung auch mit dem eisigen Nordwind. Da muss man sich warm einpacken und auch an den Nachmittagen bleibt es in vielen Landesteilen unter dem Gefrierpunkt. Das heißt, es ist relativ frisch an. Jetzt dieses Wochenende großes Bramborium in Kitzbühel, das Weltcuprennen findet statt. Glauben Sie, dass es da genug Schnee gibt? Wie schaut es in Tirol generell aus? Wissen Sie da auch ein bisschen was? Kitzbühel liegt auch direkt am Alpennordrand. Da wird es auch morgen und übermorgen schneien. Das ist zwar einerseits gut für die Schneedecke, andererseits wahrscheinlich nicht so gut für das Rennen, weil die Sicht ziemlich eingeschränkt sein wird in den höheren Lagen. Da wird es also Probleme geben. Ob man da wirklich den ganzen Streckenverlauf fahren kann, muss man sich anschauen. Naja, dann hoffen wir auf jeden Fall für die Kitzbühler und alle Skisportfans, dass das Rennen stattfindet und dass es so ist, dass auch natürlich Privatpersonen dann diese weiße Pracht in den Skiregionen genießen können und dass genug Schnee ist. Auf jeden Fall eins ist sicher, kalt wird es werden. Mike, noch eine Nachfrage an dich. Du begibst dich ja auch später auf den Weg nach Kitzbühel. Was ist von diesem Spektakel zu erwarten? Ja, morgen ist das Rennen, die Abfahrt. Heute, so wie es ausschaut, gibt es ein Training. Das wurde jetzt nicht verschoben, weil es war das auch im Gespräch. Aber es gibt ein Training heute. Wie es dann weitergehen wird am Wochenende, das ist fraglich. Das hängt natürlich von der Wettersituation ab. Aber eins ist sicher, die Promis, die werden feiern. Partys gibt es genug. Gestern war der Kids Legends. Heute am Abend ist eine Party mit Arnold Schwarzenegger, morgen wird es am Freitag beim Stangelwirt in Going das traditionelle Weißwurstessen geben, da kommen auch viele Stars. Natürlich nicht zu vergessen, bei Rosi Sonnbergstuben, bei Schipflinger Rosi, gibt es dann auch am Samstag wieder das legendäre Schnitzelessen und natürlich viele Partys rundherum wird man dort sehen und wer Glück hat, hat eine Karte oder eine Einladung, denn für alle ist es nicht erlaubt, dorthin zu gehen.